So, hallo und herzlich willkommen, Freunde des Online-Schachs. Antena Lippo, den kleinen guten Tag hatte. Erst habe ich dreimal abgelost. Dann wollte irgendwie die Grundstellung nicht mal zustande kommen. Das war auch ganz komisch. Wonach ich keine Partie mehr starten konnte. Woran auch immer das gelegen haben mag, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dürfen jetzt hier glückliche Leute des Online-Schachs hier voller Freude gegen den MM2-Spiel. 10 Minuten wird hier losgelegt. Ich mache einfach mal E4, damit die Partie zustande kommt. Der MM2 meint aber, er müsste mich mit Springer F3 beglücken. Okay, neu. E4. Er macht sogar E5 der Gegner und hier dann hier Springer G1 F3. Anonym gegen Anonym, auch keine Zahlen irgendwie am Start hier. D5, ich weiß gar nicht, warum Schach die eh nicht ging. Nicht erreichbar, da wollte ich die erst glücklich machen. Und dann mal hier, Mittel gegen Gambit. Warum hat er das nicht in der Theorie hier drin? Wahrscheinlich, weil es zu nicht gut ist. D5 schlägt. E4. Dame E2, das kam jetzt recht schnell. Mal gucken, ob das Theorie war. Info A1, nein, keine Theorie. Dame D5 schlägt, jetzt kann man schön Springer C3 ziehen. Und dann wäre da E4 Bauer weg, dann ist es ein echtes Gambit. Vermutlich auf den Gegner gewollt hier, ein echtes Gambit. Am besten gleich hier nach Springer C3. Ich muss gleich matt setzen lassen mit dem Abzug Schach F6. Dame E6. MM2 freut sich schon. Muss noch etwas überlegen. Er nimmt die Dame, nimmt der Springer. Was wird hier als nächstes geschehen? Wir müssen ein bisschen warten. Springer nimmt auf E4. So ein HG240, das wäre auch super. Ich weiß nicht, ob das hier auch geht. Hier ist ein zweiter EEPROM-Platz im Modul. Ob das hier auch geht, dass man den zweiten EEPROM-Platz mit dem Eröffnungs-EEPROM belegt. F3, G5, ein erneutes Garde, wird den Gegner aufs Auge gedrückt. Ja, die Dame hat jetzt nicht die meisten geilsten Felder hier wegen Springer F6 Doppelschach. Also muss sie in der Linie bleiben. Und zum Beispiel Dame E5 ist auch nicht so gut, wegen D4 vielleicht sogar Dame D4 Springer F6 Doppelschach. Nebst Dame E8 Matt, Dame noch muss nach D7 gehen. Das sieht auch nicht so geil aus. Springer F6 und Doppelschach unter MM2. Eben Glück seines Glückes. Springer D6 mit Schach, Doppelos Schachos. Und dann Springer F7, dann darf der Gegner schon voller Freude die Dame spucken. Also Springer G5, F7 kommt dann als nächstes. Gut gespielt von ihm. Eine Kurzpartie für den MM2. Übrigens, Pünktchen, Pünktchen ist halt für Schach, oder? Weiter ist da nichts. Wahrscheinlich nur für das Schachgebot. Ich dachte, es würde irgendwie matt angesagt werden hier. Springer D6, F7. Jetzt darf er die Dame spucken. Die ist überflüssig auf dem Brett. Eine kurze Partie. Es wird 9 Züge, Dame weg. Das ist nicht so günstig. Da darf er sich jetzt hoch und heilig einen wegfreuen. Leider kann ich hier nichts machen. Ich kann nicht applaudieren. Ich kann überhaupt nichts machen. You play well, thank you for the game ist hier nicht angesagt. Ich kann auch nicht auf irgendwelche Nicknames spielen. Weil ansonsten ist ja das Problem, der Gegner hat die Partie verlassen. Das hätte ich an seiner Stelle auch getan. Wir können in der Zwischenzeit schon mal resetten hier. Eine neunzügige Partie ist ein bisschen nicht so gut. Das ist übrigens der, nicht der MM2, mit dem alles angefangen hat. Also dieses Gerät hier. Das Modul habe ich ausgetauscht. Da waren die beiden Hüllen, die waren nicht mal so zusammen. Die waren etwas locker. Deswegen konnte man die Tasten nicht so gut bedienen. Da habe ich mich später das hier nachgekauft mit der Anleitung noch dazu. Deswegen ist das jetzt das Modul. Ich glaube, da war gar kein Display-Modul dabei. Das brauchte ich auch gar nicht. Du kannst den Sieg beanspruchen. Wo kann ich das denn? Kann ich mal erfahren, wo das geht? Ich kann den Sieg beanspruchen. Da wird auch nicht zurückkommen. Da sehe ich auch keinen Grund zu hier, nach dieser miserablen Leistung noch zurückzukehren. Neuer Gegner. Ja, wir haben schon eine neue Partie. Ich mache mal hier Enteros. Er will wieder springen F13. Er ist so geil auf 4.
Wieso findet die Partie nicht statt? Hat er schon abgebrochen? Vermutlich. Mach mal nochmal. Neuer Gegner. Springer F3. So. Ja, C7, C5. Dieser Gegner möchte gerne Schach spielen. E2, E4. Es wird sizilianisch. Kurz gucken, ob der Aufnahmebutton auch leuchtet da. Das gleiche wie E4, C5, Springer F3. Da muss der Gegner erstmal etwas überlegen hier. Anonym muss rechnen, was das durchhält. Springer C6. Ich hatte dieses Problem, was ich heute Mittag hatte. Deswegen spiele ich auch so ungern Online-Schach. Ich hatte das damals schon mal. Das hatte ich also eigentlich fast immer. Dass ich, wenn ich so just for fun Partien spielen, sagen wir es mal so, dass ich da nicht so gut drin bin. Ich hatte sogar mal, da war jemand zu Besuch, da habe ich fast alles abgelost an dem Abend. Am nächsten Tag haben wir ein Turnier gespielt, das habe ich dann trotzdem gewonnen. Da habe ich dann gegen ihn sogar noch gewonnen. Weil für mich ist das irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Das ist hier, da fehlt das ganze Feeling beim Online-Schach. Du hast dieses, dass es was Besonderes ist, bei so einem Turnier zu starten etc. Das ist da ja alles gar nicht. D6. Mal überlegen, was jetzt passiert. H3 oder Rochade? Springer C3. Er entwickelt sich weiter. Ja, man sollte vielleicht irgendwann den C-Baum blockieren. Also wenn Schwarz irgendwann D5 zieht, da könnte man, falls möglich, natürlich erst B3 ziehen. Da kann er C4 nicht mehr ziehen. Das ist der Sinn, den ich so verstanden habe bei solchen Bauernstrukturen. Ich habe damals auch sizilianisch mit Läufer B5 und C6 Schläge gespielt. Läufer D5. Ja, Weiß ist schon komplett entwickelt. Die Festung ist etwas unangenehm. Das ist Springer F3, Springer D7. Er möchte sich den Doppelbauer nicht anhängen lassen. Deswegen zögert er das Ganze noch etwas hinaus. H3 einfach. G5 F4, okay. Ja, möchte Springer E5 verhindern. Springer E5, Läufer F5, Läufer E5 schlägt. Ist wohl geplant hier. G6. Möchte gerne fianchettieren. Jetzt müsste der MM2 irgendwie einen Weg finden, das taktisch zu verwickeln. Ist jetzt auch nicht der stärkste Schachcomputer hier. D1, E2. Er möchte gerne, tippe ich mal, nach E3 mit der Dame. Also aus der Festung rausziehen, aber auch zugleich nicht Läufer F3 Schläge zulassen. Das sind ja nur so ganz einfache taktische Strukturen, die da spielen. Das Schachcomputer von 84, was erwartet man da? Ist ja jetzt auch nicht die getunte Version auf 100 MHz. 3,6 MHz hat er nur. Interessant, dass er noch nicht mal 4,92 hat. Wie MM4 oder so. Ist ja nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt nicht vom Mephisto gemacht wurde, das Modul. Läufer G7. Ich glaube, die Conchest hat noch auch nicht so wenig MHz. Dass sie nur 3,6 hatten oder so. Dame E3 tippe ich mal, ansonsten ergibt das ja keinen Sinn hier. A2, A4. Okay. Ich tippe mal, er will Turm A3 ziehen. Rochade. Aber wofür? Um den Doppelbauern auf C3 zu verhindern? Das gibt auch keinen Sinn. A1, A3. Ich dachte eigentlich, er würde den ganzen Kram spielen hier. Um Dame E3 zu ziehen. Um dann so aus der Festung zu kommen. Drückt halt so ein bisschen Läufer H6. Aber Turm A3. Okay. Was macht jetzt auf Dame B6? Na gut, Turm B3. So, ich muss ein bisschen das Brett im Auge behalten hier. Mein Smartphone hat tontechnische Probleme. Man muss ja etwas überlegen. Was könnte man da machen? Turm B8. E5 und danach F5.
Wer hat auch eine Idee? Während er noch etwas überlegt hier. Meditieren ist, eingeschlafen ist, sollte vielleicht das Ganze nach rechts hinlegen. Das ist dann doch etwas A5. Vielleicht hat er überlegt, was dazu sollte. Weil ich wahrscheinlich, was das für Züge sind hier mit A4, Turm A3 und sowas alles. Welcher Schachgroßmeister spielt da? Was sind das für Pläne? Was will er da? Was plant, tut, macht er? Ich erwarte eigentlich die ganze Zeit die Dame E3. Genau, Dame E3 kommt jetzt auch hier. Dame E3 ist schon passiert. Ja, was könnte man jetzt spielen hier? Turm B8. Turm B1. Okay. Ach so, jetzt geht der Läufer C3. Turm C3 schlägt. Das kann er jetzt wohl so machen. Ja, aber so planmäßig ist das nicht so das Geilste. Der Gegner wundert sich wahrscheinlich auch, was spielt er da für ein Crap? Wer ist das nur? Ist das Rübezahl? Die Fragezeichen ploppen bei ihm auf. Läufer F3 schlägt. Dame F3, das war ja auch der Sinn der Sache, Dame F3 schlägt. Springer E5, boah, kann jetzt auch mit der Dame einfach wegziehen. Dame E2, Dame E3, Dame G3. Also für so wenig Megahertz etc. spielt eigentlich gar nicht so schlecht hier. Wenn man sich vorstellen würde, hat hier 16 Megahertz. Oder 18, so wie diese getunten Ed Schröder Geräte. Ich glaube, die wollten bei den frühen Turnier der Conscious Teile, da wollten die, glaube ich, tunen. Haben aber ganz vergessen, dass bei so einem getunten Gerät auch eine gewisse Kühlung noch da sein sollte. Das sind, glaube ich, reihenweise heiß gelaufen, die Geräte. Weil man anscheinend nicht bedacht hat, dass wenn die so ein Gerät auf 18 MHz oder was tunen, dass es möglicherweise was warm werden könnte. Der hätte mal wohl irgendwie das machen sollen, dass das die Prozessoreinheit außerhalb des Gerätes liegt, damit den Ventilator kühlen. Ja, da muss er nochmal überlegen hier, Mr. Anonym. Alle anonym. Dauert noch ein wenig. Ich kann allein schon deswegen nicht mit meinem Nickname reingehen, nachher erkennt einer die Partie. Das ist ja das Problem. Ja, das dauert noch ein wenig. Wahrscheinlich begreift er nicht, was die Sinnhaftigkeit dieser Züge sein soll. H6. Ja, kann der Läufer E3 ziehen und dann F4. Zum Beispiel. Das sieht auch teilweise ein bisschen willkürlich aus, was er hier macht. Turm A3, Turm B1. Okay, da wäre ich jetzt nicht unbedingt drauf gekommen, die zu ziehen. Läufer G5, D2. Ja, kann kein Fehler sein. Er deckt sich im Falle des Falles den Springer ab, falls er Turm mal wegziehen möchte, muss, was auch immer. Dame G4, das nutzt er hier für die Chance, den Damentausch zu erzwingen. Ich wollte den Damen tauschen. Läufer D2, F4, das macht natürlich die Sinnhaftigkeit noch sinnhafter hier. Wer sich da verarscht vorkommt, hat selber schon verloren. Dame G3 schlägt. Läufer G3. Turm D7, B7. F2, F4. Der Springer muss jetzt weg. Der hat ja eigentlich nur ein Feld. Na gut, Springer G4 hat er auch theoretisch. Dauert noch ein wenig. Springer D7. Ja, da ist aber taktisch irgendwas zu verwickeln, sollte schwierig sein. G3, H4. Boah, es hängt auf E7 der Bauer. Man kann es ja mal versuchen. Hier ein bisschen billig drohen, da ein bisschen billig drohen. Das sieht aber ein bisschen Turm B8 in der Luft. Turm B8 Läufer C3 schlägt. Turm C3, Turm B2.
Solche Geschichten liegen da in der Luft. Turm E8. Das dauert noch ein wenig. Das ist auch nicht einfach die Stellung. G2, G4. Raumgewinn am Königsflügel. Da könnte Läufer Schach geben, da könnte einfach Läufer F2. Dann bringt das wohl nicht ganz so viel. Gegner hat jetzt unter 5 Minuten. 5 Minuten 49 hat er noch. Wenn man bedenkt, dass er MM2 seine Züge in 10 Sekunden oder so pro Zug maximal macht. Ich glaube, das hat die früher ein bisschen gestört, dass er taktisch doch zu sehr ausgeprägt war. Dass es weniger strategisch war, diese Spielweise, sondern mehr Taktik. So, unter 4,30 hat er, 4,24 hat er noch, 4,23. Ich weiß auch nicht, warum jetzt ein Increment hatte. Läufer nach E1. Weiß nicht, ob ein Increment eingestellt ist. Ob er ein Delay hat. Das wäre heftig viel, dieser Delay. Muss halt auf 8, 5 Minuten 2. Turm B8. Ja, jetzt kann man ja B3 ziehen. Gar nicht so genau gesehen, ob das jetzt hier, muss ich mal bei ihm drauf achten. 10, 9, 8. Deswegen war ja im Läufer E1, ob der Springer gedeckt ist. Der Springer B5 da nicht drohen. Turm B6, 4 Minuten 1 hat er noch. C3, E2. 3 Minuten 57. Ja, gleich eine komfortable Minute Vorsprung für den Rechner hier. Turm 8, warum auch immer, ja gut, der Bauer hin. Ah, H4, F5, Läufer F2, Springer F6, H3. Ja, das ist ja, weil auch nicht so großartig nach Plänen spielt. Deswegen spielt das dem MM2 in die Karten. B4 geht ja gar nicht wegen... Ach, das geht überhaupt nicht. Selbst CB4 schlägt würde ja gehen. C2, C4. Okay, jetzt nicht der geilste Zug der Welt. Ja, Turm B8, Läufer E1 würde wieder Läufer A5 drohen. 3 Minuten 17 hat er noch, 5, 4, jetzt ist er wieder eine Minute im Rückstand zu dem, was wir hier haben. 3, Springer D7, H4, zwei Minuten 56 noch, der Computer noch 4 Minuten, 0,9. Ja, was will einem denn da auch einfallen mit Schwarz? Das ist ja so ein bisschen das Problem. E6. Ja, interessant, da spielt jetzt kein Springer F6 mehr. Gerade auf dem Bauern auf H2, da hat er das gemacht und jetzt nicht mehr. H4, H5. Okay, da kann er mit Springer G3 gedeckt werden, der Bauer. H5, H5 und dann Springer F6 und Springer G3. H5 schlägt. Ich habe das mal getestet, das ist ein ganz normaler MM2. Ich habe mal geguckt, ob das gleiche Spiel für das andere Modul. Läufer 6 Lippo. Achtung, aufwachen. König H2. Ein bisschen blöd, weil er das geräuschlos macht hier. Na gut, ich könnte auch die Bluetooth-Box anschließen. Vielleicht war es heute auch die Bluetooth-Box, die das gestört hat. Die das,
Ja, geht auch über Bluetooth ans Modem. Das kann sein, dass das dann nicht geht. Dass ich dann das ganze Kabel gebunden anschließen muss, dass das Bluetooth dann doch gestört hat. 4, 3, 2, 1. Jetzt hat er unter 2 Minuten. Da rechnet noch 3 Minuten und Läufer E1. Er greift einfach wieder den Bauern an. Der Turm kann da bleiben, wo er geblieben ist. Turm A6, damit er wohl nicht den gleichen Turm wieder zieht. Läufer F2, der ist wieder super geil hier, meine Güte. Der fällt dem MM2 wohl auch nichts mehr ein. Der Turm auf A3 steht auch nicht so gut. 1,45 hat er noch. 44, 43, aber wenn der MM2 nichts Besseres einfällt hier, dann wird das wohl doch eher nur Remis. E2, C3. Keine Ahnung, wo er hin will. Man weiß es nicht. Springer F6, dritter Springer G4 Schach, vielleicht König hat. Na, König hat damit auch nichts. Hat er nicht gesehen, dass der Bauer angegriffen war? Der Springer A5, Läufer E7. Deswegen geht das ja nicht. 1,25 hat er noch. Er nähert sich gleich der Bulletzeit. 1,20. Der Computer hat noch 2,57. So, 1:09 gleich noch. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das auf Gewinn spielen will. E5, Springer G8. Der Springer kann ja theoretisch immer noch wegziehen. Turm G8. B1, G1. Da kann ich ja den Königszug pre-moven. Wenn er jetzt den Turm schlägt, dann geht ja nur König schlägt. Der Turm A8. Ach, 38 Sekunden hat er nur noch. 37, 36, 35. Der MM2 hat noch 2 Minuten 47. 5. Jetzt haben wir einen ganz miesen Increment hier. G1, G4. Ja, dumm gelaufen. Der Läufer hängt ja immer noch. Wenn der Läufer auf H4 nimmt, dann nimmt der Turm auf H4. Schlägt. Ich gehe mal von Turm F4 schlägt aus. Noch 10 Sekunden hat er jetzt. Zu 2,34 für den Computer. Er wollte ein bisschen schnell spielen und dann war es eher ein Schnellschuss. H2, G3. Das Türmchen kann er noch nach F1. Also weg ist er nicht. 0. Das war eine Zeitüberschreitung. 1:0 Zeitüberschreitung. Da war nichts mehr zu machen hier für den Gegner. Während wir die Puppen geschmeidig neu aufbauen, was ich natürlich rausschneiden werde. So. Ja, da ist hier nichts mehr eingefallen. Das Einzige, was ihm eingefallen ist, war dieses Springerschach. Und das Problem war, nach Turm schlägt, war der Läufer auch noch gedeckt. Das war das Hauptproblem. Sonst hätte er vielleicht den Läufer so geschlagen. Vielleicht war das ja geplant, aber auf Turm schlägt. Und dann Läufer H4 wäre der Turm H4 gekommen. Mit Figurenverlust. So ein bisschen, wir gucken, ob das alles so ist hier. So Level 2, nicht, dass er auf Level 1 gewonnen hat. So, eigentlich können wir noch machen. Neuer Gegner. E2, E4. Ja, die Namen wisst ihr alles anonym hier. Springer F3. D6, D2, D4, alles normales Zeugs, was der spielt. D4 schlägt, Dame D4, das ist interessant. Also nicht Springer D4 schlägt, sondern Dame D4. Ich glaube, der Spielzug auf E5, Springer F3, Springer C6, habe ich ihn, glaube ich, sogar schon C3 ziehen sehen, also Ponziani.
Läufer D7. Läufer C6 schlägt. Bauer schlägt. C2, C4. Alles Theorie. Hat hier jemand für euch die Möglichkeit, das HG240 auf EEPROM selbst zu brennen, mir dann das EEPROM zuzuschicken? Was ich dann, wenn es denn möglich ist, in das... Also beim MM4 geht das, habe ich mal gelesen. Da kann man in den freien EEPROM-Platz das HG440 reinmachen beim MM4 und dann hat man das beides in einem Modul. Kann ja sein, dass das hier auch geht, dass man einfach das EEPROM nimmt, brennt und dann hier reinsetzt in den EEPROM-Platz. Und dann hat man das HG240 da auch schon mit drin. Weil das gibt es ja auch mit eingebautem HG240. Wie könnte das auch sein? Warum gibt es sonst zwei freie EEPROM-Plätze hier bei denen? So, H6. Warum eigentlich H6? Ich weiß es nicht. Da muss er wieder etwas überlegen hier. Die richtigen Gegner für ihn. Läufer G4. Ja, wer will sich schon weiterentwickeln? Man zieht die beiden Läufer nochmal. Ist ja ganz vollkommen klar. Hier, alle hier. Ich anfange anzutippen. Läufer F3 schlägt. Das sind Züge hier. Meine Güte. Da verkaufst du deine Oma für. Mama Dame F3 schlägt. Macht er auch. Springer F6. Ja, so jetzt dieses anbiedernde Abtauschschach zu zelebrieren, ist jetzt auch nicht so der Hammer. Turm D1. Der Läufer zieht nach D7, zieht dann nach G4, um auf F3 zu tauschen. Das ergibt ja keinen Sinn. Ja gut, Weiß hat Läufer B5 dann auf C6 genommen. Da muss er etwas überlegen hier. Dame B6. Ah, jetzt muss er ja schon den Bauern decken. B3, Turm B1. B3. Schwarz sollte mal was für die Entwicklung tun. Minuten 9. Also ist schon unter der Computerzeit. Bei meiner Bedienungszeit ist das auch eine Kunst. Weniger Zeit zu haben als der Computer, also hier auf der Online-Uhr. Läufer E7. Läufer E3, wie das überhaupt gehen? Läufer A3. Sehr interessant. Läufer A3. Okay. Warum nicht? Das stellt den Gegner wahrscheinlich wieder vor Rätsel, was das überhaupt soll hier. Was ist der Plan des Zuges? Hat der Gegner keine Ahnung. Er ahnt nicht, wie nah er an der Wahrheit ist. Turm D8. Ja gut, das drohte Läufer D6 schlägt. Dame G3. Rot Dame G7 schlägt. Ja, kann man aber einfach wegrochieren. Da bist du erst Läufer C1 und Läufer H6 schlägt. Komm, der Springer H5 ist auch eine Möglichkeit noch, die Schwarz hat. Also so einfach ist das alles nicht. Oder wieder F4 kommt auch Springer H5. Minuten 8 noch für den Gegner. 8 Minuten 2 für den MM2. Ja, jetzt nicht mit dem Modul, aber im Prinzip hat es mit dem angefangen. Exklusiv 2. Ich weiß gar nicht, ob ja dem Läufer schon die Ecke schon damals ab war. Da hatte ich gar nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall mit diesem Exklusiv 2 hat das angefangen. Dezember, ich glaube, irgendwas um den 23., 22. Dezember 2018 hat das angefangen. Mit den Schachcomputern und dann ging es Schlag auf Schlag.
vielleicht lade ich das einfach montags nur einfach mal so hoch auf direkt down, direkt auf, also nicht irgendwie auf Halde oder so, direkt raushauen. Das Video. Das kommt nämlich die nächsten Module als Leihgabe. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Könnt ihr in den Kommentaren raten, was es sein könnte. Es ist für Mephisto ein Modul für Mephisto. Es ist aber kein Spielmodul. Also nicht wie MM5, MM4, MM2. So ein Modul ist es nicht. Es ist auch kein Display-Modul. Den Rest müsst ihr erraten, was es sein könnte für ein Modul, was dann kommt. A3B2. Wie gesagt, es ist ein Modul für die Mephisto Modular exklusiv München, je nachdem, wo man das reinsetzt. Den Rest müsst ihr erraten. Als Leihgabe. Ich dachte mir, es wäre interessant, dass für die Abonnenten, dass die Abonnenten das Video sich anschauen können. Das ist so ein bisschen die Intention. Aber mehr möchte ich nicht verraten. 5:39 hat er noch. Er war schon piep, 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 piep. Lieber euch jetzt auf Zeit geworden. Leider nein. 5 Minuten 33 noch. Der MM2 7 Minuten 45. Ja, drückt ein bisschen auf Springer A4. Springer H5. Ja, keine Ahnung. Verläufer Dame G4 vielleicht. Dame H3 kommt ja Springer F4. Dame F3 greift einfach den Springer an. Springer F4. Warum denn jetzt nicht G3? D1, D2. Ich wollte zur Sicherheit, damit ich Springer E2 Schach droht. Deswegen wieder Würfelader Turm D1 könnte man jetzt machen. Da muss er wieder überlegen. Gleich hat er die 5 Minuten erreicht. In der Computer noch 7 Minuten 29. 2, 1, 0, 5 Minuten noch ab jetzt für den Rest der Partie. Ohne Increment, also ohne Aufschlag. Wo er gerade hatte teilweise auch Aufschlag. Mal hat er 8 Sekunden dazu bekommen. Mal 3 Sekunden dazu. Da hatte wohl einen leichten Delay. E4, F5. Springer E2. Ja, Springer H3 schlägt, Dame H3 schlägt. Springer E2, Dame E2 schlägt. Springer E2, Dame E2, Turm F8. Dann muss wohl Dame E1 kommen, wegen Turm schlägt, Turm schlägt, Turm schlägt, Dame schlägt, Dame schlägt, König schlägt. Also das Massenhacken auf F2 ist da nicht möglich. Nach Springer schlägt, Dame schlägt, Turm F8, Dame E1. 4 Minuten 20 hat er noch, um sich seine Züge zu überlegen hier gegen die teuflische Maschine. Ja, das ist ja nicht mal das Stärkste, was ich auffahren kann. Springer F4 schlägt. Ja, ist ein bisschen das Ganze andersrum. Dass man auf F4 tauschen lässt und dann ja, zieht die Dame einfach weg. Turm nimmt. F3 E2? Okay, Turm schlägt, Dame schlägt. Ja, er hat noch G3 auf Läufer H4. Also Turm schlägt, Dame schlägt, Turm schlägt, Läufer H4, G3. Der Läufer H4, also die gefesselten Turm noch angreifen kann. G2, G3. Läufer G5. Okay, jetzt sollte man vielleicht irgendwas machen hier. Aber was? Dame F1. Turm schlägt, Turm schlägt. Das geht aber trotzdem. Turm F2, Turm F2, Läufer E3. Wahrscheinlich sogar Turm F2, Turm F2, Turm F2, Dame F2, Läufer E3. Das ist doch total pleite. Was spielt da hier? Ja gut, das ist eben eine schwache Spielstufe. Turm F6. Der Kelch ist nochmal an uns vorbeigegangen. Jetzt muss aber irgendwas passieren hier. Turm E2. Er kann ja nie mit dem Turm. Dann muss er der Turm schlagen. Dann schlägt der Turm von F8 nochmal. Und wenn die Dame schlägt, dann kommt Läufer nach E3 und fesselt die Dame am König. Das ist doch das, was geht. C5, er spielt hier Grütze pur. Schließt doch die Diagonale. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Turm F6 schlägt F2, Turm schlägt F2, Turm schlägt F2, Dame F2, Läufer E3. Und dann ist doch schon Ende im Gelände. Hat er nicht gesehen. Ich kann aber leider nichts schicken. Ich kann nicht applaudieren oder sowas.
Das hat er konsequent übersehen, diese Möglichkeit. 3 Minuten 17 noch im M2 im Glück, dass die Gegner schön schwach sind für ihn. Auch sie spielen Krückenschach. Da kann man ruhig Level 2 nehmen hier. Turm F2 hätte die Partie schon längst beendet. Dann wäre nach Turm F2, Dame F2, Läufer E3 die Dame am König gepinnt gewesen, dann wäre sofort Ende gewesen. Ofen aus, Partie beendet. Aber er war zu nervös. Hat das Gefühl, bei einer Weltmeisterschaft mitzuspielen. Das würde jetzt immer noch gewinnen. Turm fliegt F2, Turm fliegt F2, Läufer E3. Das ist Turbo-Tot, ist die Stellung. Aber der sieht das ja nicht. Vielleicht sollte Weiß mal F3 ziehen. Zum Beispiel. Aber wenn das die ganze Zeit nicht gesehen hat, wird das jetzt auch nicht sehen. Oder Läufer C1 wäre eine Möglichkeit. Dame C6. Turm schlägt, Läufer E3. Gut, der ist ja gefesselt am König. A4, A5. Der Computer, er hat keinen Bock, das zu sehen. Macht einen sinnentleerten Zug. Darüber könnte theoretisch nur Turm D2 ziehen. Und wenn er auf D2 nimmt, hängt auf F8 der Turm. Und wenn er auf F2 nimmt, nimmt der Turm auf F2. Also theoretisch geht das alles noch. Aber man sieht schon, dass die Rechenkapazität hier etwas begrenzt ist. Ich kann doch nicht Level 3 nehmen. Nachher überlegt er 40 Minuten für einen Zug. Darauf ist die Partie, ist ja nur Schnellschach. Turm G6, die Grütze geht weiter, es droht ja nicht mal das Matt auf G2. Der müsste, weiß ja schon, Dame E1 ziehen, Läufer D2 und Dame D2, Dame G2 Matt. Also da muss der MM2 ganz schön helfen. D1, D3. Da wäre die Partie beinahe zweimal vorbei gewesen, als beide Male nicht gesehen. Das Motiv ist einfach die Diagonale. Die Festung mit F2 und dann auf E3, auf der Diagonale E3, G1, den Turm fesseln. Das wäre das Motiv gewesen. Hat er zweimal übersehen. Mann, ist es egal. Zur Freude von meiner und vom MN2 ist das egal. Ja, sollte ich nächstes Mal die Bluetooth-Box doch nicht nehmen. Ich glaube, das ist ja bei Bluetooth ist das Chesslink ja schon mit dem Router verbunden. Und wenn dann noch Bluetooth die Bluetooth-Box nehmen, mit dem Smartphone verbinden, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Dass Bluetooth nur eine Sache bedienen kann, aber nicht beide. E2, E1, however. Das kam aber so schnell, dass er sich seiner Sache wohl total sicher war. Warum Turm E1? Vielleicht fragt ihr das der Gegner auch, der aber jetzt gleich nur noch eine Minute hat. Die Bullet Session kann gleich beginnen. 5 Minuten 26 hat der Computer noch. Es müssen hier brauchbare Ideen her, zum Beispiel Beinfinger Läufer C1. Turm ED1, ach, er wird den Turm verdoppeln. Ja, droht nichts, Nüsse gar nichts, aber wow, wenn er meint. 56 Sekunden noch für den Gegner. Er droht ja nicht mal, der Turm fliegt D6, ist aber gedeckt. Aber G3, wer macht das gerne? Dame E4, hat sich gedacht, ja, wenn er die Gegner den Bauern nicht spuckt hier, dann helfe ich mal zärtlich nach. Turm G2 schlägt, okay. Er muss ja auf G5 nehmen. D6, D8, erst mit dem Schach gegeben. Ganz geschmeidig. Geschmeidiges Schachgebot. 35 Sekunden noch. König H7. Dame G5 schlägt. Gehört ja zwei Türme für die Dame. Also ganz so dramatisch ist es nicht. D8, D3. Ja, Dame G4 Schach kann natürlich nicht der Turm dazwischen und auf D1 der Turm mit Schach hängt. 25 Sekunden hat der Gegner noch. 23, 22, 21, 20. B2, A3. Der hat den Läufer aber gerne auf A3. Das ist ein großer Spaß für ihn, den Läufer nach A3 zu ziehen.
Na gut, die F3 hat da nicht für die Dame. 13 Sekunden noch, 12, 11, 10. Das dürfte etwas kritisch werden. Manche sind dann auch wie gelähmt, wenn die so in Zeitnot sind. Dann können die nichts mehr ziehen. Da haben wir keinen Bock, hier noch die Zeitnot-Action zu spielen. 5, 4, 3, 2, 1, 0 und abgelost. Ja, es hat er nicht gesehen, dieses Schlagen auf F2. Das wäre ja so gewesen hier, diese F2-Show, die da gedroht hat. Das hat ja immer so ein bisschen gedroht hier, dieses was stand der Läufer nicht dazwischen? Oder stand er hier mit den beiden Türmen, so ungefähr? Dann irgendwo die Dame hier. So ungefähr der Sinn der Sache hier. Dieses Turm schlägt. Was will er denn machen? Er muss ja wegnehmen. Und dann ist er sogar noch B2. Dann hier nochmal Turm schlägt. So sinngemäß das Ganze. Und dann hier Dame schlägt. Und Läufer E3 und die ganze Show ist beendet. Und das hat später noch mit dem Turm gedroht, dass der Turm dann so da stand in der Festung. Die Türme, das war gleich auch schon tot hier, so sinngemäß. Also dass die Dame schon vom Brett war. Ja, das könnte man sagen, aber trotzdem gewonnen. Das muss man sehen am Brett. Das sind die Momente, die muss man dann sehen, um zu gewinnen. Und das droht ja ein paar Mal auf der Diagonale. Dann C5 noch zu ziehen, das wäre auch nicht gerade das Beste. Und jetzt noch auf Zeit verloren. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.